for the sake of politeness to the translator, I have tried to write out my comments and will try to stay close to that. Um es dem Übersetzer leichter zu machen, habe ich meinen Vortrag aufgeschrieben und werde mich da möglichst nah dran halten. And we'll have time, I believe, to actually have some question and answer and discussion about various things that I may have not gone into completely. Und wir werden Zeit haben für Fragen und Antworten und um einige Dinge zu klären, die ich nicht ganz tief bearbeiten konnte. I begin by asking, what is socially engaged Buddhism? Ich beginne damit zu fragen, was gesellschaftlich engagierter Buddhismus heißt. This is one of those unanswerable questions. Das ist eine von diesen nicht zu beantwortenden Fragen. I've written a whole book about it. Ich habe darüber ein ganzes Buch geschrieben. But I still really can't pin down the answer. Aber ich kann die Antwort immer noch nicht genau formulieren. It's like the story of the blind man and the elephant. Das ist wie die Geschichte des blinden Mannes und des Elefanten. Do you know that story? Kennen Sie die? Where four or five blind men come upon an elephant. Vier oder fünf blinde Männer treffen einen Elefanten. And one of them goes, grabs a tusk and says, einer greift den Rüssel und sagt, oh, it's like a big snake. Es wäre eine große Schlange. And another one puts her hand on the side and said, oh, it's like a wall. Einer fasst an die Seite und sagt, oh, das ist wie eine Wand. And another one tries to embrace the leg and said, it's a giant pillar. Einer versucht das Bein zu umarmen und sagt, das ist ein großer Stamm. So each one was seeing something partial. Jeder sah nur einen Teil des Ganzen. But not the whole thing. Aber nicht das Ganze. They weren't inaccurate, but they weren't complete. Das war zwar nicht ungenau, aber es war eben nicht vollständig. And this, it's interesting, this is a story that appears in the early Buddhist scriptures. Das ist eine Geschichte, die in den frühen buddhistischen Schriften steht. But I think it predates that. It's you find it in earlier forms too. Aber das ist wahrscheinlich noch davor verfasst worden, das ist in früheren Traditionen oder Geschichten erzählt. What I can say is that I think that what I'm calling engaged Buddhism is grounded in right view. Was ich sagen kann, ist, dass engagierter Buddhismus die rechte Sichtweise zum Thema hat. A view of the Dharma that is wide and deep. Das ist wie der Dharma, der tief und weit ist, tiefgründig und weit gefasst. With this kind of view, we can see how people are suffering. Mit dieser Sichtweise können wir sehen, wie die Menschen leiden. We can see how we are suffering. Wir können sehen, wie wir selber leiden. And we can also see that joy arises even in the middle of difficulty. Und wir können sehen, dass Freude selbst in der größten Schwierigkeiten vorhanden ist und auftritt. With this kind of view, we can also see that humans have created whole systems of suffering. Wir können damit auch sehen, dass die Menschen ein ganzes System geschaffen haben von Leiden. We built this out of the ideas we have about gender. Wir haben das aufgebaut auf das Verstehen, was wir von den verschiedenen Geschlechtern haben. About race and caste. Die Rasse, die Kaste. Class. Die Gesellschaftsklasse. Ability. Unsere Fähigkeiten. And so on. Und so weiter. And so interdependently and independently. Also miteinander verbunden und unabhängig voneinander. We begin to see how we have co-created a world of suffering and joy. Wir sehen, wie wir es geschafft haben, zusammen eine Welt zu erschaffen, gemeinsam, sowohl aus Leiden als auch aus Freude. So as we cultivate right view, we also take up the Bodhisattva vow to save all beings. Und wie wir die richtige Sichtweise entfalten,
So nehmen wir auch das Bodhisattva-Gelübde, um allen Wesen zu helfen, sie zu retten. This is a limitless and vast vow. Das ist ein grenzenloses und weites Gelübde. We practice with this vow because we know that our liberation and the liberation of other beings are inseparable. Wir praktizieren mit diesem Gelübde, weil wir wissen, dass unser Glück und das Glück der anderen unveränderlich miteinander verbunden ist. That means we are in relationship with each other. Das bedeutet, dass wir in einer Beziehung miteinander sind. And as we transform ourselves, we transform all of our relationships and all of society. Und so wie wir uns selber verändern, so verändern wir unsere gesamten Beziehungen und die gesamte Gesellschaft. So I like to think that we work from the inside out and from the outside in. Man kann sagen, dass wir von innen nach außen arbeiten und von außen nach innen. It depends on particular causes and conditions and on our abilities. Es basiert auf bestimmten Gründen und Bedingungen und auf speziellen Gründen und Konditionen. So what I mean is that there are times when we rest in meditation and silence. Was ich sagen möchte ist, dass es Zeiten gibt, wo wir in Ruhe und Meditation verweilen. And times when we step forward and speak. Und dass es Zeiten gibt, wo wir vortreten müssen, uns bemerkbar machen müssen und sprechen müssen. One of my teachers in the Zen tradition was Katagiri Roshi. Einer meiner Lehrer war Katagiri Roshi. His first two books, you should read the books, they're good. Er hat zwei Bücher geschrieben, unter anderem, und zwei davon, die ersten beiden sollten Sie lesen. But it's also useful just to think about the titles. Aber es ist genauso sinnvoll, einfach nur über die Titel nachzudenken. His first book was called Returning to Silence. Das erste Buch hieß Zurückkehren zur Stille. And his second book was called You Have to Say Something. Und das zweite Buch ist, du musst etwas sagen. So that sets the terms. Also das setzt die Bedingungen. So some days I call this engaged Buddhism, and in other days I think it's just Buddhism. An manchen Tagen nenne ich das engagierten Buddhismus, und manchmal sage ich einfach, denke ich einfach, das ist ganz simpel Buddhismus. It's walking the Bodhisattva path. Das heißt, den Weg des Bodhisattva gehen. Embracing the suffering of beings by taking responsibility for it. Das Leiden der anderen umfassen, indem man Verantwortung übernimmt für sie. When I look deeply, I'm not sure if there's such a thing as non-engaged Buddhism. Wenn ich genauer nachgucke, dann denke ich, dass es überhaupt so etwas wie nicht engagierten Buddhismus gar nicht gibt. Although that is a criticism that is often leveled at Buddhism as escapism. Das wird manchmal benannt als Buddhismus als eine Fluchtmöglichkeit. It's ridiculous. Ich glaube, das ist irgendwie merkwürdig. Because every aspect of the Buddha's teaching implies relationship and engagement. Denn jeder Aspekt des Buddhismus behandelt Beziehungen zu anderen und sich für andere einzusetzen oder sich überhaupt einzusetzen. Relationship with oneself, with others, and with all things. Eine Beziehung zu sich selber, zu anderen und mit allen Dingen. My own teacher has an expression that I like a lot. Mein eigener Lehrer hat einen Ausdruck, den ich sehr gut finde. He says, "Don't treat anything like an object." Er sagt, behandle nichts wie ein einfaches Objekt. So if I pick up this glass of water, wenn ich dieses Glas Wasser hochhebe, nehme ich es vorsichtig, achtsam hoch. And I enjoy the coolness and refreshing quality of the water. Ich erfreue mich an der Kühle und an der Erfrischung des Wassers. I put it down carefully. Ich tue es vorsichtig wieder auf den Tisch. How much more careful should I be in my relationship and my contact
with a person that I meet. Wie viel mehr sollte ich achtsam bedächtig sein einer Person gegenüber, die ich treffe? Thich Nhat Hanh expresses this very clearly. Thich Nhat Hanh hat das sehr klar dargestellt. He writes, as we look deeply in order to discover our true self. Wenn wir gründlich suchen und versuchen, unser wahres Selbst zu finden, we find that what we have been calling a self is made entirely of non-self elements. Finden wir, dass das, was wir selbst nennen, vollständig aus Nicht-Selbst-Elementen gemacht ist. Our body and mind have their roots in society. Unser Körper und Geist haben ihre Wurzeln in der Gesellschaft, in nature and in those we love. In der Natur und in denen, die wir lieben. I think that in almost every religious tradition there are similar practices and ways that integrate faith and activity. Ich glaube, in praktisch jeder religiösen Tradition gibt es ähnliche Wege zu praktizieren und zu integrieren, einmal den Glauben und das Handeln. Across all religions and nations, we are always each other's sisters and brothers. Über alle Religionen und Nationen hinweg sind wir immer unsere eigenen Brüder und Schwestern. We must be allies for each other. Wir müssen unsere Verbündeten sein, unsere gegenseitigen Verbündeten. Supporting each other openly or quietly. Wir müssen uns offen unterstützen oder stillschweigend. Our effort is to become more truly human. Unser Bemühen, unsere Anstrengung sollte sein, menschlicher zu werden. So let me share a story about something that's happening where I live in California. Ich möchte eine Geschichte mit Ihnen teilen, die in Kalifornien passiert ist, wo ich lebe. There are some rough neighborhoods around my home in Berkeley and nearby Oakland. Es gibt da einige ziemlich robuste Nachbarschaften, die in meinem Zuhause sind in Berkeley in der Nähe von Oakland. With poverty as sort of a first cause. Mit Armut als einem der ersten Gründe. Many people are tangled in a web of violence. Viele Leute sind in einem Netz von Gewalt verfangen. Unemployment, hunger. Arbeitslosigkeit, Hunger. Drugs, gangs, racism. Drogen, irgendwelchen Gangsterbanden oder Banden und Rassismus. Sometimes you can see this in the streets. Manchmal kann man das auf den Straßen sehen. So there's a corner, 11th Avenue and 19th Street in East Oakland. Es gibt da eine Ecke, 11th Avenue und 19th Straße in East Oakland. And it had become a dumping ground for garbage. Und das ist so eine Art Schuttabladeplatz für Müll geworden. And people dumped their old mattresses and all kinds of trash there. Die Leute bringen ihre alten Matratzen und allen möglichen Müll dahin. It also became a magnet, a meeting place for drug deals, gang graffiti and public urination. Es ist zu einem Magneten geworden für den Drogenhandel, für Gang Graffiti und so eine Art öffentliche Toilette. So 2 years ago, there was a local couple, Dan and Lou Stevenson. Vor 2 Jahren gab es ein örtliches Paar, Dan und Lou Stevenson, who decided to do something about their neighborhood. Und die entschieden, dass man für die Nachbarschaft etwas tun müsse. They thought they would try to, what they called, change the energy. Sie dachten, sie sollten etwas tun, was die Energie dieses Platzes on the corner of 11th Avenue. An der Ecke von der 11th Avenue ändert. Has any of you heard this story? Do you know about this? Does anyone? Kennen Sie die? So they were not practicing Buddhists. Sie waren keine praktizierenden Buddhisten. But Dan Stevenson thought of the Buddha as a neutral being. Aber Dan dachte an den Buddha als eine neutrale Person. Who denotes compassion, brotherhood and peace. Der ein Symbol ist oder für Mitgefühl, Bruderschaft, Verbundenheit und Frieden. So they went to a garden store. Darum gingen sie in ein Gartenzentrum. And they bought a concrete statue of the Buddha.
und kauften eine Betonfigur eines Buddha. They installed the Buddha securely on that street corner. Sie brachten diese Buddha-Statue fest und gut an dieser Straßenecke an. They had to glue it down and put screws on it because they didn't want it to be stolen. Sie haben sie wirklich mit Schrauben und mit Klebstoff da ganz, ganz fest gemacht, weil sie sicher sein wollten, dass es nicht geklaut wird. So they just placed it there and very slowly they began to see a shift in the environment. Sie haben sie einfach dahingestanden und ganz langsam hat sich die Umgebung verändert. Dan Stevenson writes this. Dan Stevenson schreibt: The garbage and graffiti still arrived. Der ganze Müll und das Graffiti waren immer noch da, kamen immer noch dahin. But it was being dumped on the other side of the street divide. Aber sie sind auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgelegt worden. In the first year, the dumping, drug, graffiti and urination problems were reduced about 50%. Im ersten Jahr verringerten sich die Müllabladung, die Drogen, die Graffiti und das mit der öffentlichen Toilette um ungefähr 50%. From the very first day, Stevenson says, the Buddha just sat there and never said a word. Und vom ersten Tag an sagte Stevenson, Buddha sitzt einfach da und er sagt niemals ein Wort. By the second year, the Buddha had settled down and found a home. Im zweiten Jahr hatte der Buddha sich eingelebt und ein Zuhause gefunden. Someone painted him a soft white color. Jemand malte ihn mit einer sanften weißen Farbe an. Offerings of fruit, flowers, candy and incense began to appear. Opfergaben, Blumen, Früchte, Süßigkeiten und Räucherwerk wurden dargebracht. And all of the illegal dumping ended. Und das ganze illegale Müllabladen endete. The neighbors took it on themselves to keep the area clean. Die Nachbarn betrachten es als Verpflichtung, den ganzen Bereich sauber zu halten. In the evening, people would stroll by the Buddha, chatting and enjoying the atmosphere. Am Abend gingen Leute vorbei an der Statue, sie unterhielten sich und sie entfreuten sich an der Atmosphäre. Cars would stop and so that people could pay their respects. Autos hielten an und Leute brachten irgendwie ihre Verehrung da. And because there were so often people around, the drug deals and public disturbances tapered off. Und weil ständig viele Leute da waren, hörte der Drogenhandel und die ganzen öffentlichen Störungen auf. So as each neighbor connected with neighbor, peace emerged. Und als sich jeder Nachbar mit dem Nachbarn verbunden fühlte, kam es zu einem bestimmten Frieden. Like a blade of grass that grows up through a crack in the pavement. So wie ein Grashalm auftaucht aus dem Straßenbelag. And Stevenson says, the Buddha just sat there and never said a word. Und Stevenson sagte, der Buddha saß einfach da und sagte nie ein Wort. A few months ago, a Vietnamese couple came to the Stevenson's door. Ein paar Monate später kam ein vietnamesisches Paar zu der Tür von Stin Stevensons. They asked if they could build a house for the Buddha. Und fragten, ob sie ein Haus für den Buddha bauen konnten. And Stevenson told them, he had no issue with that, and they didn't have to seek permission. Also, wir haben damit eigentlich gar nichts zu tun, und ihr braucht unsere Erlaubnis nicht. Because the Buddha was a civic Buddha. Weil das ein öffentlicher Buddha ist. And didn't belong to us, but to the community. Und gehört uns nicht, sondern der ganzen Gemeinschaft. So now the Buddha lives in a red-painted shelter. Und jetzt lebt der Buddha in einem rot gestrichenen Häuschen. Surrounded by flowers and offerings. Umgeben von Blumen und Opfergaben. In grounds that are now have a little garden and they're beautifully cared for. Nun hat er einen wunderschönen Garten und da wird sich sehr gut drum gekümmert. This is what I saw when I heard this story. I realized I needed to go by and see this myself.
Und das ist das, was ich gesehen habe, als ich dann nach einigen Wochen dahin gefahren bin, weil ich dachte, das muss ich mir mal selber angucken. So I went myself and made an offering and offered my vows. Und als bin ich vorbeigegangen und habe Opfergaben dargebracht, meine Verehrung dargebracht. And Stevenson writes, the fact that our experiment has proven more successful than we ever imagined. Die Tatsache, dass unser Experiment sehr viel erfolgreich war, als wir jemals gedacht haben, it's a wonderful thing for us and for our neighborhood. Ist eine wunderschöne Sache für uns und für die gesamte Nachbarschaft. And to think that this Buddha has just sat there all this time and never said one word. Und wenn ich daran denke, dass dieser Buddha einfach nur da saß und die ganze Zeit kein Wort gesagt hat. Of course, that's not quite the end of the story. Natürlich ist das nicht das Ende der Geschichte. Well, the story hasn't ended anyway, but it hasn't. Es hat ein Ende, ja, aber in this modern world, I don't know what it's like here in Germany, but in America, some people can always find something to object to. Also in dieser ganz modernen Welt, jedenfalls in Amerika, in dieser städtischen Welt, ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, finden die Leute immer etwas, wogegen sie sein können. Particularly if that something might seem to express religious feelings. Ganz besonders, wenn dieses etwas irgendein religiöses Gefühl ausdrückt. However simple. Egal wie einfach. That might contradict their own firm beliefs. Irgendwie scheint das ihren eigenen festen Überzeugungen zu widersprechen. Beliefs are a problem. Überzeugung, Glaube ist manchmal ein großes Problem. So, someone made a single anonymous complaint to the city about the Buddha. Eine einzelne Person machte eine anonyme Beschwerde, schrieb sie, an die Stadt über den Buddha. And right away, an Oakland official told the neighbors that they were planning to remove the Buddha. Und sofort sagte ein Offizieller der Stadt, der gesamten Nachbarschaft, dass sie planen, den Buddha zu entfernen. Well, one of the residents asked, well, what will happen if the dumping continues again? Und einer der Anwohner fragte, ja, und was passiert, wenn der ganze Müll dann wieder hierher kommt? And this open, this city worker said, und dieser Angestellte der Stadt sagte, if mattresses and garbage appear after the Buddha has been removed, I had his assurance that the city would come and pick them up. Wenn die ganzen Matratzen und der ganze Müll wiederkommt, wenn der Buddha weg ist, dann habe ich die Zusage der Stadt, dass er kommen werden und alles sauber machen werden. Sooner or later. Früher oder später. As usual, the Buddha was completely silent through this exchange. Und wie ganz normal sagte der Buddha nichts. So right away the neighbors began a letter-writing campaign to the city. Und sofort fingen alle an der Nachbarschaft an, Briefe an die Stadt, an den Stadtrat zu schreiben. Asking the city council to let the Buddha stay in his home. Und sagten dem Stadtrat, dass der Buddha doch bitte in seinem Zuhause bleiben sollte. They created a Facebook page. Sie schufen, Save the Buddha. Sie schufen eine Facebook-Seite, rettet den Buddha. And they got articles in local newspapers, blogs, and in the National Buddhist Press. Und sie schrieben Artikel in den örtlichen Zeitungen, in Blogs und sogar in der nationalen buddhistischen Presse. So 10 days ago, the Facebook page announced that the city had dropped plans to remove the 11th Avenue Buddha. Und 10 Tage später wurde auf Facebook, auf der Facebook-Seite verkündet, dass die Stadt den Plan fallen gelassen hat, den Buddha aus der 11. Avenue zu entfernen. The headline on the page was, the Buddha has been saved. Und die Schlagzeile hieß, der Buddha ist gerettet. So that's the story. Das ist die Geschichte. This simple action of placing a Buddha on the corner of 11th Avenue in Oakland
diese einfache Aktion, diese einfache Handlung, einen Buddha an der Ecke zwischen der 11. Avenue und der 19. Straße in Oakland zu platzieren, helped bring forth change and self-respect to a neighborhood. Half eine Veränderung und Selbstachtung in die Nachbarschaft zu bringen. Within this action, I see roughly two principles and a set of ancient Bodhisattva practices. In dieser Handlung sehe ich zwei Prinzipien und einen Satz von alten Bodhisattva-Praktiken. The principles are Die Prinzipien simple. Sind ganz einfach. The first is, things can and will change. Das erste ist, Dinge können und werden sich verändern. This is the Buddha's law of impermanence, one of the three marks. Das ist Buddhas Gesetz der Unbeständigkeit, eins der vier Siegel. And the second principle that I see is that the way things change is always in relationship. Und das zweite ist, die Art, wie Dinge verändern, geschieht immer in einem bestimmten Zusammenhang. To each other, to the environment. In einem Zusammenhang mit uns, miteinander, mit der Umgebung. To a specific place. Mit einem besonderen Platz. Even to a garbage-strewn street corner. Sogar in einer müllübersäten Straßenecke. In this case, two people decided to try an experiment. In diesem Fall haben zwei Leute beschlossen, ein Experiment zu wagen. Nothing too radical or dangerous. Gar nichts Radikales oder Gefährliches. And the whole neighborhood came to be involved. Und die gesamte Nachbarschaft kam dazu und war involviert, mit daran beteiligt. And they all benefited. Und alle haben davon etwas gehabt. And the Buddha was willing just to sit there at the center of a great mandala. Und der Buddha war bereit, da zu sitzen im Zentrum eines großen Mandalas. As he sat there and as people came to participate. Und er kam und bat die Leute teilzunehmen. Peace and order mysteriously encircled that street corner. Auf wunderbare Weise umhüllten oder umgaben Frieden und Ordnung diese Straßenecke. The set of practices that I'm thinking about gave title to my book, The Bodhisattva's Embrace. Der Teil des Satz der Praktiken, die ich nenne, die ich erwähnt habe, sind der Titel zu meinem Buch, die Umarmung oder das Umfassen der Bodhisattvas. I'm going to just talk about them a little tonight. Ich möchte darüber ein bisschen sagen. And we'll be able to go into, I think, greater detail over on Saturday and Sunday. Und wir werden uns damit ein bisschen genauer, detaillierter auseinandersetzen, und zwar am Samstag und Sonntag. But these teachings go back to the Buddha's early words. Diese Belehrung ging zurück auf die frühen Worte des Buddha. The version that I drew my inspiration from comes from the teachings of the 13th century Zen master. Das, woraus ich meine Belehrung, meine Inspiration ziehe, gehen zurück auf einen Zen-Meister des 13. Jahrhunderts. His name is Dogen. Sein Name ist Dogen. And we spend a lot of time studying him. We spend a lot of time studying him. Wir haben damit viel Zeit verbracht, das zu studieren. So he wrote an essay in 1243. Er schrieb 1243 einen Aufsatz. And it's called Bodhisattva Shishobo in Japanese. Bodhisattva Shishobo in Japanese. Yes. That's right. Thank you. And I translate this title as the Bodhisattva's four embracing actions or four dharmas. Ich übersetze das als die vier Umarmungen des Bodhisattva oder die vier Dharmas. So what they are, they're really practices. Und was sie sind, das sind wirklich
Sachen, die man praktizieren kann, sollte. They are the practices of Bodhisattvas. Sie sind die Praktiken der Bodhisattvas. And they are practices by which we cultivate our Bodhisattva nature. Und sie sind Praktiken, mit denen wir unsere Bodhisattva-Natur kultivieren, fördern könnten. So we are Bodhisattvas and we are becoming Bodhisattvas. Wir sind Bodhisattvas und wir werden Bodhisattvas. So these practices are, the first is giving or dana. Diese Praktiken sind als erstes geben oder dana. The second is loving speech. Das zweite ist liebevolle Rede. The third is beneficial action. Das zweite ist heilsame Handlung. And the fourth is what Dogen calls identity action. Und das vierte ist, was Dogen identity action, Identitätshandlung. Yeah. In Sanskrit it's called samanatata. In Sanskrit samanatata. Yeah. I think that within that Sanskrit word, this is just, I could be wrong about this, you hear the word same. Aha, man hört das Wort same. What is same in German? The same. Same, gleich, gleich, ähnlich, dasselbe. Yeah. The same, dasselbe. Ah, so I think that's there in that Sanskrit root. Ich glaube, dass es in dieser Sanskrit-Wurzel drin ist. So identity action is a, that's a complicated term. Identitätshandlung ist ein komplizierter Ausdruck. Sometimes it's translated as cooperation. Manchmal wird es übersetzt als Zusammenarbeit. Impartiality. Unparteilichkeit, Objektivität. Equality. Ebenbürtigkeit. Or action in harmony with each other. Oder eine Handlung in Harmonie miteinander. Identity action, what it means to me is that the Bodhisattva takes whatever form he or she needs in order to connect with someone. Identitätshandlung heißt für mich, dass der Buddha jeweils die Form annimmt, die nötig ist, damit er etwas tun kann. But we'll talk more about this tomorrow. Okay, morgen mehr. So each of these practices includes all the others. Jede dieser Praktiken enthält die anderen. And points to how we are in relationship to each other. Und zeigt, wie wir in der Beziehung zu anderen sind. And how to manifest the truth that we are not separate individuals. Und wie wir bekunden können, dass wir nicht unterschiedliche Einzelpersonen sind. When we embrace each other, wenn wir einander umarmen, in that embrace, the boundaries between myself and the other person are hard to see. Sind die Grenzen zwischen mir selbst und der anderen Person schwierig zu sehen. The boundaries between a Bodhisattva and a so-called ordinary being are hard to see. Die Grenze zwischen einem Bodhisattva und einer normalen Person sind schwierig zu sehen. It's kind of like dancing. Es ist so ein bisschen wie tanzen. When you're dancing, is it one being or two? Wenn man tanzt, ist es eine Person oder sind es zwei? So, as I said, these are already very old practices in Dogen's time. Wie ich gesagt habe, sind das alle schon Praktiken aus Dogens Zeit. In the early Pali texts, this comes up as the Sangaha Sutta. In den alten Pali-Texten kommt es als Sangaha Sutra, which is sometimes translated as the foundations for social unity. Das wird manchmal übersetzt als die Grundlage der gesellschaftlichen Verbindung oder Einheit. In the Mahayana tradition, these practices are very commonly found. In dieser Mahayana Tradition sind diese Praktiken zu finden. You see them in the Mahaparinirvana Sutta. Mahaprajnaparamita Sutra. Oh, right. Thank you. That's right. I said it wrong. I don't know. The Lotus Sutra. The Lotus Sutra. The Vimalakirti Sutra. The Vimalakirti Sutra. And many others. Und viele andere. For me, the 11th Avenue Buddha embodies these teachings. Für mich verkörpert dieser Buddha der 11. Avenue diese Belehrungen. The Stevensons
gave the Buddha a home on that trash-strewn corner. Dan und die Stevensons gaben dem Buddha ein Zuhause an dieser müllübersäten Ecke. And the Buddha gave his presence. Und der Buddha gab seine Gegenwart. This is dana, or giving, generosity. Das ist dana oder geben, Großzügigkeit. Dana leads to beneficial action. Dana führt zu heilsamen Handlungen. Which is the mysterious appearance of order and cleanliness on the corner. Ist dieses geheimnisvolle Auftauchen von Ordnung und Sauberkeit an dieser Ecke war. And then harmony and cooperation in the neighborhood has ripples that spread far and wide. Und Harmonie und Zusammenarbeit sind in dieser Ecke herangereicht, die sich weit ausgebreitet hat. And if you want to stretch a point, wenn man das Ganze ein bisschen auswalzen möchte, the Buddha's just sitting, dieses einfache Sitzen des Buddha, his what we call thundering silence, seine donnernde Stille, is eloquently kind speech, ist wortgewandte freundliche Sprache. So I'm moved by this story. Ich bin sehr bewegt von dieser Geschichte. But the challenge of engaged Buddhism, of all Buddhism, is how to be a Buddha or a Bodhisattva oneself. Aber die tiefere Forderung des engagierten Buddhismus heißt, wie werde ich selber ein Buddha? How to encourage and bring forth the Buddha nature that is within each of us? Wie kann ich die anderen ermahnen und in ihnen hervorbringen, die Buddha-Natur, die in jedem von uns vorhanden ist? How to be in relationship to all beings and to oneself? Wie kann ich in eine Beziehung treten zu allen anderen Wesen und zu mir selber? Over the last 20 years, I've taught meditation inside U.S. prisons. Während der letzten 20 Jahre habe ich innerhalb von amerikanischen Gefängnissen Meditation unterrichtet. I've been helping to train activists in Burma. Ich habe geholfen, Aktivisten in Burma auszubilden. Training in peace and reconciliation. Ich habe sie in Frieden und Verständigung, Verzeihen unterrichtet. I've been able to share the Dharma with Dalit or untouchable Buddhist youth in India. Es war mir möglich, den Dharma mit den Dalit oder den unberührbaren buddhistischen Jugendlichen in Indien zu teilen. And I've sat by the side of people who were dying. Ich saß an der Seite von Menschen, die starben. I've seen the quiet kind of violence. Ich habe die stille, lautlose Art der Gewalt erlebt. Poverty and fear. Armut und Furcht. And I've heard the sound of rifles and mortar fire on a nearby hillside. Ich habe den Klang von Gewehren und von Handgranaten gehört aus den Hügeln in der Nähe. I don't consider myself brave. Ich betrachte mich selbst nicht als sehr tapfer. I'm very familiar with fear. Ich bin sehr vertraut mit Angst. But sometimes my practice is to stay close to those who are in despair and grief and fear. Und manchmal ist meine Praxis, bei denen zu bleiben, die verzweifelt sind, die traurig sind und die Angst haben. And to live with my own pain and fear. Und mit meiner eigenen Schmerz und meiner eigenen Angst zu leben. Just to sit in meditation, or what we call zazen, and be able to bear what I am experiencing. Einfach im Zazen zu setzen, wie wir es nennen, und das alles auszuhalten, was da passiert. This is how we train. Das ist, wie wir üben. To be able to accept whatever is coming up in my mind. Einfach zu akzeptieren, was immer in meinem Geist auftaucht. And in my body. Und in meinem Körper. Not pushing it away. Es nicht zur Seite schieben. And not embracing it. Und es nicht festhalten. So what sustains me in this practice is friendship. Was mich diese Praxis mit ertragen lässt, ist Freundschaft. Friendship, relationship, connection.
Freundschaft, Beziehungen, Verbindungen. This is to me what the meaning of identity action is. Das ist für mich, was Identitätshandlung ist. In our Zen tradition, when we sit, we're encouraged to come together in the meditation hall. Wenn wir in unserer Zen-Tradition sitzen, und dann werden wir ermutigt, zusammenzukommen in unseren Meditationsräumen. If you can't come, it's fine to sit at home. Wenn man nicht kommen kann, ist es auch in Ordnung, zu Hause zu sitzen. But there's something about sitting together, encouraging each other, sharing that energy. Aber es ist etwas daran, zusammenzusitzen, einander zu ermutigen und die ganze Energie zu teilen. In the Zendo, we don't turn away from anyone. Im Zendo gehen wir nicht von jemandem weg, wenden wir uns von niemandem ab. Because others are no different than myself. Denn andere sind nicht anders als ich selber. Not only do others have the same yearning for freedom and happiness as I do. Es ist nicht nur so, dass die anderen das gleiche Sehen nach Freiheit und Glück haben wie ich. But in English we have this word cooperation. Im Englischen haben wir dieses Wort Kooperation, Zusammenarbeit. Which is interesting because it's co, which means together, operation, working together. Im Englischen, also co heißt zusammen und operation heißt arbeiten, zusammenarbeiten. And this cooperation makes our world. Und diese Zusammenarbeit macht unsere Welt aus. If I were to deny others, it would be like denying myself. Wenn ich mich von anderen abwende, dann würde es dasselbe sein, als wenn ich mich von mir selber abwende. How can I turn away from myself? Und wie kann ich mich von mir selber abwenden? So that's how I feel when I sit down with inmates in a prison. Und so fühle ich mich, wenn ich sitze, mich niedersetze mit Insassen eines Gefängnisses. There are guards at the gate. Da sind Wachen an der Tür. And when I go in, I always try to be friendly to those guards. Und wenn ich reingehe, dann bemühe ich mich immer, zu den Wachen freundlich zu sein. And then there are fences with razor wire. Und dann gibt es Zäune mit Rasierblättern oder mit Stacheldraht. But when we meditate together, aber wenn wir zusammen meditieren, we could be anywhere. Dann könnten wir überall sein. It's a simple human activity. Es ist eine ganz einfache menschliche Handlung. For that time together, we share a sense of freedom. In dieser Zeit zusammen verbringen wir einen Moment, einen Sinn für Freiheit, ein Gefühl der Freiheit. This is actually the inmate's gift to me, which we share back and forth. Und das ist in Wirklichkeit das Geschenk des Gefangenen, das er mir gibt und das wir miteinander teilen, immer der eine dem anderen. In Burma, among refugees and former political prisoners, in Burma bei Flüchtlingen und früheren politischen Gefangenen, I looked through Time's window. Sah ich durch ein Zeitfenster. I see my own Jewish ancestors. Ich sah meine eigenen jüdischen Vorfahren, who faced repression in Europe, die Repressionen in Europa, sich Repressionen in Europa gegenüber sahen, and were brave and willing to endure exile and seek a new life. Und die mutig und bereit waren, ein Exil zu erdulden und ein neues Leben zu suchen. Without their courage and determination, ohne ihren Mut und ihre Entschlossenheit I could not be speaking to you tonight. Könnte ich zu Ihnen heute nicht sprechen. I feel the same drive and hope when I am able to be with our Burmese friends. Ich fühle denselben Antrieb und dieselbe Hoffnung, wenn ich mit unseren burmesischen Freunden zusammen bin. Among India's untouchables, I'm usually working with young people. Bei den indischen Unberührbaren arbeite ich normalerweise mit jungen Leuten. We're studying the Buddha's social teaching. Die gesellschaftlichen, die sozialen Belehrungen des Buddha. The school I work at is called Nagaloka. Die Schule, an der ich arbeite, heißt Nagaloka.
It's also called the Nagarjuna Training Institute. Das heißt auch das Nagarjuna Trainingsinstitut. Yeah, yeah. It's in this dusty central India city of Nagpur. Das ist eine staubige, wüstige, wüstenartige Stadt in Nagpur. It draws Buddhist youth from all over India. Es zieht buddhistische Jugendliche von ganz Indien an. And they happen to be more or less the age of my own two children. Sie sind mehr oder weniger im Alter meiner eigenen Kinder, meiner eigenen beiden Kinder. When I'm with them, I really feel they are my children. Wenn ich mit ihnen zusammen bin, habe ich das Gefühl, sie sind meine Kinder. They're full of the same bright energy and intelligence. Sie sind erfüllt von derselben strahlenden Energie, der Intelligenz. And the hope that I see at home. Und der Hoffnung, die ich zu Hause sehe. When I'm sitting with those who are dying, wenn ich mit denen sitze, die sterben, I wonder about the mystery that is right in front of them. Dann wundere ich mich über das Geheimnis, das direkt vor ihnen ist. It's so clear to them and still obscure to me. Es ist ihnen völlig klar, aber für mich völlig unklar, verschleiert. But I realize that in time I will know for myself exactly what they are seeing. Aber ich realisiere, mir wird klar, dass ich zu der richtigen Zeit für mich selber sehen werde, was sie jetzt sehen. For now, I can offer my hand. Im Moment kann ich nur meine Hand anbieten. A word. Ein Wort. Or just be present at their bedside. Oder einfach da sein, an ihrem Bett. Not really having to do anything. Und ich kann nichts wirklich tun. Ich muss nichts tun. Sometimes we just breathe together. Manchmal atmen wir einfach zusammen. We can share this rhythm of breath as long as we are alive. Wir können diesen Rhythmus des Atmens miteinander teilen, solange wie wir leben. So these are just a few short sketches. Das sind nur ein paar Entwürfe. They're glimpses of relationships in which people reach across barriers. Einblicke in Beziehungen, die Menschen bewusst miteinander eingehen, wenn sie Grenzen überschreiten. We reach across the practices to reach across consciously. Die Praxis bewusst über etwas drüber zu greifen, über eine Grenze zu greifen. And to realize that really the barrier of mind is delusion. Und einfach herauszufinden, dass die Barriere, die Grenze des Geistes eigentlich Täuschung ist. The practice that way we describe it in my tradition is mind to mind, body to body. Die Praxis nennen wir in meiner Tradition Geist zu Geist und Körper zu Körper. Of course, you know, between us there are differences. Natürlich gibt es zwischen uns Unterschiede. Differences of ability and age. Unterschiede in den Fähigkeiten im Alter. Of access to resources. Auf dem Zugang zu bestimmten Ressourcen, zu bestimmten Grundlagen. But when we meet face to face. Aber wenn wir uns treffen, einander gegenüberstehen, warm hand to warm hand, Hand in Hand, we stand on Buddha's ground. Dann stehen wir auf dem Boden des Buddha. And peace is possible. Und Frieden ist möglich. So that's where I'm going to end for the moment. Thank you very much for your attention. Hier möchte ich aufhören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. And I think we have time for some questions. Ich glaube, wir haben Zeit für einige Fragen. Or thoughts or comments. Oder Gedanken oder Kommentare. Someone have something they'd like to say or know. Gibt es etwas, was jemand? I think about a war situation. Ja, wie kann man sich gegen Waffen, also die Beispiele, die er genannt hat, kann ich alle nachvollziehen, aber mir fällt einfach nichts ein, was man gegen Waffen tun kann. Well, I can understand your examples, but I can't think about what I can do against weapons. That's a hard question. Harte Frage. Because to some extent,
the economy is built on the creation and sale of weapons. Denn die Wirtschaft baut sich ist in einem bestimmten Bereich abhängig oder baut sich auf Waffen, im Kauf und Verkauf und der Produktion von Waffen. I think that there have been some, we do have some successful models that have to some degree made progress. Ich glaube, es gibt einige Modelle, bei denen wir ein bisschen fortgeschritten sind, ein bisschen Fortschritte gemacht haben. There's a reduction in nuclear weapons. Es gibt eine Reduzierung der Atomwaffen. There's been reduction in landmines. Eine Reduktion von Landminen. So there are various, you know, organizations and movements that one can join. Es gibt verschiedene Organisationen und Bewegungen, denen man sich anschließen kann. I think that the Buddhist Peace Fellowship, which I worked at, was created. One of the missions was to end militarism and the spread of weapons. Ich glaube, dass die Buddhist Fellowship, der ich angehöre, gegründet wurde, um Waffen und Krieg zu beenden. And then it took on a lot of other issues. Dann haben sie an viele andere Punkte übernommen, angesprochen. Freedom in Tibet. Freiheit in Tibet. The question of human rights and religious rights in Vietnam. Die Frage der Menschenrechte und der religiösen Rechte in Vietnam. And a number of other things. Und eine ganze Menge anderer Dinge. And everything that they began to address in 1978 is still a problem. Und alles, was sie in 1987 angesprochen haben, ist heute noch ein Problem. So my response is maybe too simple. Too simple. Das ist vielleicht alles zu einfach. One is, I can think of three parts. One, do what you can do. Es gibt drei Dinge. Tun Sie, was Sie tun können. Find others who think as you do to cooperate with. Finden Sie andere Leute, die mit Ihnen zusammenarbeiten. And take the long view. Und sehen Sie in die Ferne, haben Sie einen langen Atem. For example, I think here, after the disaster at Fukushima in Japan. Ich glaube, dass nach dem Desaster in Fukushima in Japan. I believe the German government is now, it's not going to use nuclear energy. Is that correct? Ja, ich glaube, dass die deutsche Regierung jetzt keine Nuklearenergie, keine Atomenergie mehr nutzen will. That's a big step. Das ist ein Riesenschritt. For which people will actually have to pay. Wofür alle Leute bezahlen müssen. In Euros. In Euros. But there are other ways, if you do this, that will save life. Aber das wird auch auf andere Art und Weise dann Leben retten. So causes and conditions change. They can change very quickly. Und Gründe und Ursachen können sich ändern und sie können sich sehr schnell ändern. In Burma. I've been working on Burma for 20 years. Ich habe in Burma an der Sache mit Burma für 20 Jahre gearbeitet. It seemed like people were saying, oh, I don't think change is ever going to come. Und es sah so aus und alle Leute sagten, also das wird sich nie ändern. But when causes and conditions ripen and change, aber wenn Gründe und Ursachen sich plötzlich ändern, major change can happen very quickly. Können sich große Veränderungen ganz plötzlich zutragen. We've seen it in South Africa. Das haben wir in Südafrika gesehen. In former Soviet Union. In der früheren Sowjetunion. In Burma. In Burma. Many places and non-violently. An vielen Orten und gewaltfrei. Now that doesn't end the problems. That doesn't end some problems in those places. Das ändert natürlich nicht alle Probleme an diesen Orten. But I'm just saying to look at the process and not just look at it from the outside, but actually participate in it.
Und ich bitte Sie da, auf den Prozess zu gucken und einfach nicht nur von außen zu beobachten, sondern daran teilzunehmen, and teilzuhaben. To do what you can do, according to your strength and your understanding. Und zu tun, was Sie tun können, abhängig von Ihrer Kraft und wie Sie es verstehen, was Sie machen können. I'm also happy to take questions about particular, like particular things that I know about India, Burma, etc. Yeah. Also auch spezielle Fragen über Indien und Burma. Auf dem Weg hierher habe ich Jugendliche gehört, die hatten solche Flyer verteilt. Es ging um ein Theaterstück, ein neues Theaterstück. On my way to the center to this lecture, I met some young people who were distributing flyers about a new theater play. Ja, eine Frau hat gefragt, um was geht's denn? Und der Jugendliche hat gesagt, um Mobbing. Hier meine Frage, Mobbing in unserer Gesellschaft. And one woman asked about what this play is, and he said it's about mobbing. Ja, und mir ist aufgefallen, dass Mobbing ein Thema ist in unserer Gesellschaft und speziell bei Jugendlichen. And I found out that mobbing is an issue in our society and especially among young people. What does it mean? Und das bedeutet? Mobbing, bullying. Bullying. Yeah. Bullying. Yes. Yeah, it's a problem in the United States. Auch ein Problem in den USA. Our schools are like prisons. Unsere Schulen sind wie Gefängnisse. And what they teach, unfortunately, often what they teach are values of social control. Was sie unterrichten, sind häufig Werte der sozialen Kontrolle. So it's not so surprising that these kinds of behaviors arise. Und da ist es nicht sehr überraschend, dass ein derartiges Verhalten auftritt. It may be for those of you who are teachers. Für die von Ihnen, die Lehrer sind. No teachers. Oder keine Teacher, keine Lehrer. Questions: How can you have an effect on the education system? Ist die Frage, wie können Sie Einfluss auf das Erziehungssystem haben oder nehmen? This is just off the top of my head. Das ist mir zu viel. Also ganz spontan von mir jetzt. I think that I can really only talk for my country. Ich kann nur für mein Land sprechen. But if I look at my country and the wars and aggression that it participates in. Aber wenn ich mein Land ansehe und die Kriege und die Aggressionen, an denen es teilnimmt. Why should it be a surprise that this is emerging at other levels of society? Warum sollte es überraschend sein, wenn das nicht an anderen Gesellschaftsebenen auftritt? You know, we have this horrible massacre in the theater last week in the United States. Wir haben dieses schreckliche Massaker in dem Kino in den USA letzte Woche gehabt. And you know, nobody can understand. People say, how could this happen? Und kein Mensch kann verstehen, wie sowas passieren kann. But from my perspective, it's kind of the working of cause and effect. Aber aus meiner Sichtweise, von meiner Sichtweise aus, hat das seinen Grund in dem Gesetz von Ursache und Wirkung. If we are selling and using weapons to the extent that the United States is around the world, in dem Ausmaß, in dem die Vereinigten Staaten Waffen in der Welt verkaufen, how could we expect that was not going to arise here at home? Wie können wir erwarten, dass da nicht irgendetwas zu Hause passiert? So this is the problem with any social issue is that it's a systemic response to something. Und das ist das Problem mit allen sozialen Fragen. Das Ganze ist ein systemisches Problem. Das steckt da einfach drin. So the question is, where can you best intervene in that system? Die Frage ist, wo können Sie am besten eingreifen? Yeah. Is this all okay
case of lack of connection to the true self, so we're kind of relying on everything around us to make us happy, as opposed to really looking inside. Well, German, yeah, in German. Die Verbindung haben wir dann quasi verloren zu uns selbst. Das heißt, wir suchen immer nach außen, Selbstliebe. I really recommend the books of my friend David Loy. Ich schlage das Buch von meinem Freund David Loy vor. L-O-Y. L-O-V. Y. 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 Yeah. Y. V. Ypsilon. Oh, okay. So what he writes about is this sense of lack, the sense that we have that something is missing. Dieses Gefühl, dass wir haben, dass irgendetwas fehlt. And he sees that as one way of describing dukkha, suffering. Und das ist etwas, ein Weg, wie er Leiden beschreibt. And we've created so-called civilization. Wir haben diese sogenannte Zivilisation geschaffen. To try to fill this sense that something is missing. Um dieses Gefühl, dass etwas fehlt, zu füllen, auszufüllen, anzufüllen. Which is an impossible task. Was eine ziemlich unmögliche Aufgabe ist. So, our very practice is actually to look at the fact that the self, so like what Thich Nhat Hanh said. Also, dass unsere Praxis ist, dass wir einfach gucken, wie Thich Nhat Hanh sagt, was unser Selbst ist. What we call ourself, we can never get to the bottom of that. Das, was wir unser Selbst nennen, können wir nie richtig ergründen. Because it's created out of so many different elements. It's created out of connection. Weil es aus so vielen Elementen besteht, weil es aus so vielen Verbindungen besteht. So, yes, it's this connection that's missing, and it's the delusion that we can, that makes us keep trying to fill that sense of lack. Es ist diese Illusion, dass wir das irgendwie füllen können. Das ist diese Illusion. Anyway, David's work is very good. There's a number of books by him, and I think some are in German. I'm not sure. Davids Buch ist wirklich gut, und das gibt es, glaube ich, sogar auf Deutsch. But he speaks in language that is accessible for Buddhists and for non-Buddhists. Und die Sprache ist für Buddhisten und Nicht-Buddhisten eigentlich verständlich. And he combines the need that we have actually to sit down and practice, and the need to cooperate with each other. Er kombiniert das Bedürfnis, die Notwendigkeit, die vorhanden ist, dass wir einfach sitzen und praktizieren, und die Notwendigkeit, dass wir uns mit anderen Menschen austauschen, uns mit ihnen verbinden. Other questions or thoughts? Andere Fragen und Gedanken? A few minutes left. A question about the weekend. Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, dass man nur am Sonntag kommt, wenn man am Samstag nicht kann. The chance to come only on Sunday if you don't have time on Saturday. I think that's okay. It's okay. It's good. Geht. Yeah. Well, you know, I'm sure it's okay. We'll have to say it's okay. Is that okay? I'm asking Suleka, she's the boss. Yeah. The administration has to decide. Right. I think we'll make it. Okay. Okay. Yes. Can you please describe what you are doing in Burma? Yeah. So what we had been doing for a number of years was one, providing information to the U.S. Buddhist community about Burma. Als erstes haben wir der buddhistischen Gemeinschaft in den USA über Burma berichtet. And second, to actually raise money and quietly get it inside the country to support monks and nuns who are in prison. Und dann haben wir Geld gesammelt und haben still und unauffällig die Mönche und Nonnen, die im Gefängnis waren, in Burma unterstützt. And that's been shifting over the last year.
Und das hat sich etwas verändert in den letzten Jahren. As Burma has been opening up, there most of the political prisoners or many of the political prisoners are released. Als Burma sich geöffnet hat, sind viele der politischen Gefangenen freigelassen worden, freigekommen. But what was really needed was help in supporting what we call civil society. Aber was gebraucht wurde, war Hilfe, die zivile Gesellschaft, die private Gesellschaft zu unterstützen. In a situation of extreme oppression. In einer Situation von extremer, starker Unterdrückung. It's very hard for organizations to sustain themselves. Es ist sehr schwierig für Organisationen, sich selber zu erhalten, sich selbst. And there are all kinds of conflicts and tensions that exist, not just between organizations, but within people in an organization. Und es gibt alle sehr viele Arten von Konflikten und Spannungen, die nicht nur unter den Organisationen vorhanden sind, sondern auch in diesen Organisationen. Because everyone is really stressed. Weil jeder richtig gestresst ist, richtig unter Druck ist. So in 2009, after the Cyclone Nargis, which devastated the country. In 2009, nachdem der Zyklon Sargus das Land zerstört hatte. I was asked by an organization in the U.S. that had, there was an organization in the U.S. that had organized a very good program for cyclone relief. Dann bin ich von einer Organisation in den USA gefragt worden, die sehr gute Unterstützung für Zyklonopfer aufgebaut hat. It was mostly young people from all a variety of ethnic groups. Und das waren hauptsächlich junge Leute von allen möglichen unterschiedlichen ethnischen Gruppen. And what happened was that they were, can I say, they were in conflict with each other. They were talking behind each other's back inside the organization. Und das gab Konflikte unter diesen ethnischen Gruppen in dieser Organisation. Die haben irgendwie hinter dem Rücken der Einzelnen geredet, übereinander geredet. There were conflicts between the men and women. Konflikte zwischen Männern und Frauen. People from different ethnic backgrounds. Leute von unterschiedlichem ethnischem Hintergrund. So I was asked to see if there's something I could do. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich irgendetwas tun könnte. And I went and led a one-week retreat. Und ich machte ein einwöchiges Retreat. And it wasn't Buddhist as such, because half of the people were from Christian background. Und es war nicht so richtig Buddhismus als solches. Die Hälfte der Leute, die daran teilgenommen hatten, kamen von einem christlichen Hintergrund. But every day, first of all, we left the city and went to a rural place. Als erstes haben wir die Stadt verlassen und sind in einen ländlichen Teil gegangen. No phone, no computers. Kein Telefon, kein Computer. Actually, no electricity. Keine Elektrizität. And every day we had meditation. Wir haben jeden Tag meditiert. Or prayer. Oder Gebete. Whatever, or silence. Oder Stille. And we began by doing a lot of storytelling. Wir haben angefangen, sehr viele Geschichten zu erzählen. Each person talking about their life, how they grew up, what they experienced. Jede Person erzählte aus ihrem Leben, wie sie aufgewachsen ist, was ihre Erfahrungen waren. Sharing it with the whole group. Und hat es mit der ganzen Gruppe geteilt. And then we did other exercises, mostly pretty simple. Und dann haben wir andere Übungen gemacht, die meisten waren sehr einfach. We began and ended every session with a song or a dance. Wir haben jede Sitzung mit einem Lied oder einem Tanz angefangen. And in the evening, I went away. Und abends bin ich weggegangen. So they could play. Und dann konnten die spielen. And this worked. Und das hat fantastisch funktioniert.
And because I've stayed in contact with some of those people. But so ich bin in Kontakt geblieben. In the last year, myself and my friend Jill have been designing and doing trainings like that for activists. In den letzten Jahren haben mein Freund Jill und ich solche Trainingswochenenden entworfen für andere Aktivisten. That are holistic and supportive and creating a good and close relationship and environment. Die ganzheitlich und vertrauend und unterstützend ein unterstützendes, ein verstehendes Umfeld schaffen wollen. And now I've got a grant for a larger program in this, and I hope we can expand beyond. I hope we can expand to include people from different groups, including maybe the military or government. Und ich hoffe, dass wir jetzt andere Gruppen, hoffentlich das Militär und die Regierung einbeziehen können. So we'll see. Also. The you know the usual these international NGOs go in, they spend a lot of money. Normalerweise gehen diese Nichtregierungsbehörden rein, geben Haufen Geld aus. And they, you know, each one of them has a book with a curriculum. Und jeder hat so ein tolles Buch, was sie alles machen wollen, ein richtiges Curriculum. And that's what they teach, and then they leave. Das unterrichten sie dann und dann gehen sie wieder. So, I don't have a curriculum. My friend Jill doesn't have curriculum. We have ideas. Und wir haben kein Curriculum, keinen Lehrplan, wir haben Ideen. But it's based on the fact people have stories. Und das basiert auf der Geschichte, darauf, dass Menschen Geschichten haben. So that's a small sense. Maybe one more question. Eine Frage. Ja. Wie sehen Sie den Dialog der Religionen? Sind Sie da auch engagiert? How do you see the dialogue between different religions? Are you engaged in this dialogue? I am engaged in this dialogue. Ja, da bin ich engagiert. Most actively, for about 10 years, I've been part of a Zen Catholic dialogue. Ganz aktiv in einem Zen Dialog mit den Katholiken. Which has been very interesting. Was sehr, sehr interessant ist. Very different religious traditions. Sehr unterschiedliche religiöse Traditionen. And from these are good, serious Zen practitioners and scholars. Und von diesen ernsthaften Zen-Praktizierenden und Gelehrten. Priests, theologians, men and women. Und Priestern und Theologen, Männern und Frauen. For the first 6 years, it was supported by the United States Council of Bishops. In den ersten 6 Jahren ist es von dem US-amerikanischen Konzil der Bischöfe unterstützt worden. Then since the new Pope, that funding disappeared. Seit dem neuen Papst ist es. But we continued. Die Spenden verschwunden, aber wir machen weiter. What was really interesting was we liked each other immediately. Was interessant war, wir mochten uns gegenseitig sofort. And every day we had a retreat every year, and each day we would do meditation in the morning, and then the Catholics would lead mass in the evening. Und jeden Morgen hatten wir Meditation und am Abend haben die Katholiken eine Messe gelesen. We didn't those who weren't Catholics didn't take communion. Also die keine Katholiken waren, haben die Kommunion nicht genommen. But we watched and supported. Aber wir haben ihnen zugesehen und sie haben sie unterstützt. It took 3 years. Es hat 3 Jahre gedauert. Before we could really come to address the problem, a problem that we saw was there but couldn't touch. Es hat 3 Jahre gedauert, bis es uns möglich war, ein Problem zu behandeln, von dem wir wussten, dass es da war, aber dass wir nicht berühren mochten, nicht ansprechen wollten. Which to be
simple was that the Catholic doctrine said in order to be saved, you had to take Jesus Christ as your Savior, as the Son of God, as your Savior. Und eins war die katholische Doktrin, die katholische Überzeugung, dass man Jesus Christus als seinen Erlöser ansehen muss, sonst kann man nicht gerettet werden. Which is a little hard for some of us. Das ist für einige von uns ziemlich hart. Particularly those of us of a Jewish background. Okay, besonders die mit einem jüdischen Hintergrund. But we got to that point where there was so much liking and trusting of each other that we could discover what a difficult position our friends on the Catholic side were in. Aber es war so viel Vertrauen da, so viel Zuneigung, dass wir herausfinden konnten, welches Problem unsere Freunde, die Katholiken, hatten. The other thing that's on my mind a lot, and it was just on my mind before I came in, und das andere, was mich beschäftigt, das beschäftigt mich, seitdem ich hierher gekommen bin. Because I got email about it. Weil ich E-Mails darüber bekommen habe. In the west of Burma right now, there's a Muslim-Buddhist conflict. Im Westen von Burma gibt es im Moment einen Konflikt zwischen den Buddhisten und den Moslems. That's been violent on both sides. Das ist ziemlich gewalttätig auf beiden Seiten. And some American Buddhists were saying, "Oh, we should write a letter. We should take a position." Und viele amerikanische Buddhisten sagen, wir sollten Briefe schreiben. Wir müssen Position beziehen. And I've been studying this for the last few months. Und das habe ich die letzten Monate beobachtet. And my suggestion was, not yet. Und mein Vorschlag war jetzt noch nicht. People are very quick to come to a simple and righteous solution. Die Menschen sind sehr schnell dabei, zu einer einfachen, angerichtigen, nicht richtigen, aber rechthaberischen Antwort zu kommen. I'm appalled by this. I'm really troubled by this. The conflict. Also dieser Konflikt belastet mich sehr. And I also know that it has very we in our daily practice we have the practice of repentance. In unserer täglichen Praxis haben wir die Praxis des Bereuens. We acknowledge all of our ancient twisted karma. Da bereuen wir all unser vergangenes, verdrehtes, fälschliches Karma. Between the Buddhists and the Muslims in that part of Burma, the ancient karma is also present karma. It's present action. Und in dem Konflikt zwischen den Buddhisten und den Moslems in Burma ist das vergangene Karma im Moment auch noch aktuell vorhandenes Karma. So I think, you know, what I'm saying is we need to know more. We need to talk to our Burmese Buddhist friends and understand. Wir müssen mehr wissen, wir müssen mit unseren buddhistischen, burmesischen Freunden sprechen. Wir müssen herausfinden, wie sie fühlen. Buddhism is not pure. Buddhismus ist nicht rein. We want Buddhism to be great and perfect and non-violent. Wir möchten den Buddhismus großartig und perfekt und gewaltfrei haben. And also, Buddhism is not necessarily the Buddha's teaching. Und außerdem ist Buddhismus nicht notwendigerweise die Belehrung des Buddha. So you have maybe a slightly better or a better history or less violent history than some other religions. Der Buddhismus hat wahrscheinlich eine weniger gewalttätige, aggressive Geschichte als andere Religionen. But because we are deluded human beings, we're capable of the same errors. Aber weil wir verwirrte menschliche Wesen sind, sind wir fähig zu denselben Irrungen und Wirrungen. So there's a history of that also. Da gibt es genauso eine Geschichte. And the critical question
pure, and this is actually where we're going to end, the critical question is, how do you change your mind? How do you help other people change their minds? So as to act, not to, anyway. Und das ist die Frage, wie kann ich meinen eigenen Geist verändern? Wie kann ich den anderen dazu bringen, seinen Geist zu verhindern? There are always going to be conflicts. Es wird immer Konflikte geben. What Martin Luther King Jr., who's a hero of mine, said. Und was Martin Luther King, den ich für einen Helden, als Helden betrachte, sagte. He said, let's create the beloved community. Lasst uns die liebende Gesellschaft, die liebende Gemeinschaft schaffen. This is a community that there's conflict. Das ist eine Gemeinschaft, wo es immer noch Konflikte gibt. Which is not only inevitable, but it's actually helpful. Das ist nicht unausweichlich, aber das ist manchmal sehr hilfreich. It teaches us. Es lehrt uns etwas. But in the beloved community, conflict is resolved non-violently. Aber in einer liebenden Gesellschaft werden Konflikte nicht gewaltsam gelöst. Not by killing or harming. Nicht indem man andere verletzt oder tötet. But by recognizing that we're all in this together. Aber damit, dass wir anerkennen, dass wir alle zusammen in dieser Situation sind. So I see that the Dharma rain has started to fall. The Dharma rain started to fall. Maybe that's a message. Vielleicht ist Thank das you very Nachricht. Much. Vielen Dank.